Ja, hallo zusammen und willkommen zurück bei Let's Play Tales of Graces. Ja, es ist eine Weile her seit der letzten Aufnahme. Und ja, das ist für mich persönlich auch die erste Aufnahme mit der neuen PlayStation 3. Ich schätze mal, man wird jetzt keinen großen Unterschied merken. Außer, dass es für mich ein bisschen angenehmer ist, da die Konsole halt nicht wieder einen Geist aufgibt. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns wieder auf den Weg, denn wir müssen ja immer noch das Experiment stoppen. Okay. Scheinbar müssen wir hier noch einiges erledigen, bevor wir dann zum Punkt ankommen, wo wir eigentlich hin müssen. Okay, hier geht es definitiv schon mal nicht weiter. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das am besten lösen können. Hier sind übrigens wieder ein paar Gegner, wie ich sehe. Das können wir definitiv umstoßen. Das wollen wir auch mal machen, bevor wir die diesen Eisblock dann wieder halt in diese Lücke reinschieben. Okay. Dann können wir den jetzt nämlich, also diesen Eisblock meine ich, den können wir dann nämlich jetzt zurück in diese kleine Lücke schieben, womit wir dann eine Brücke bauen können, um den anderen Eisblock dann von da oben runterholen zu können. Gut, okay, das haben wir schon mal geschafft. Ich habe aber, was unten so ist, ist nämlich diese Kiste, die würde ich gerne schon mitnehmen. Dafür müssen wir aber diesen Gegner besiegen, der hier rumläuft. Das wird aber keine große Sache sein. Ja, für mich persönlich auch seit langem mal wieder schön, einige Kämpfe hier zu bestreiten. Ich habe das nämlich schon ein bisschen vermisst. Ah, passt schon. Wie ich sehe, habe ich es noch nicht verlernt. Oh, wobei ist schon einiges an Schaden kriege. Also, mein Timing ist ein bisschen weg, aber das können wir ja schon vielleicht wieder. Wir schon ein paar Kämpfe dann hinter uns haben. Okay, well, that was passable. Alles klar. Okay, ja, mit den Titeln sieht es auch gut aus. Die sind alle bei 4 Sternen. Das heißt, wir nähern uns langsam den 5 Sternen, das ist schon mal gut. Da können wir dann bei nächster Gelegenheit die nächsten Titel schon mal in Angriff nehmen. Panacea Bottle. Okay, können wir mal gut gebrauchen. Wollen wir die eigentlich selten verwenden, aber man weiß ja nie. Von daher ist man lieber besser gerüstet, als dass man dann am Ende blöd dasteht, weil man dann nicht genug hat. Gut, jetzt können wir nämlich diesen Block nämlich in Angriff nehmen. Wir können den jetzt erstmal für... irgendwo unten verwenden. Genau, hier müssen wir den verwenden erstmal. Okay, geht nicht. Allow me to demonstrate. Is there any way to knock down these pillars? Of course there is. How? We just need to wallop them with more power. And how do we do that? Oh, there's tons of ways. Like this! Ugh, what are you doing? Okay, so you didn't fall down, yeah? But now... Whee! Oh, no. Oh, Pascal. See? You fell down. Hit something with more force, and you generate more power. Was all of that really necessary? You could have just told me, you know. Unbelievable. Ugh. Let's just find a way to keep moving onward. If we take a long approach, like I just did, everything should work out fine. Okay, also Pascal bevorzugt eher lieber die Praxis als die Theorie und hat dann die arme Sherry einfach umgenockt, um ihr zu zeigen, dass man mit einem größeren Anschub dann auch mehr Kraft erzeugen kann, was ich aber sehr auch selbstverständlich ist. So, das lasse ich mal hier und dann gucken wir mal. Naja, so wirklich viel hat sich aber nicht getan jetzt. Jetzt ist die Frage, wie jetzt erzeugt man jetzt so viel Kraft, dass man das halt hinkriegen kann? Nee. Das weiß ich immer noch nicht. Moment mal. Ach so, okay. Eine Idee wäre auch wahrscheinlich, dass man 2 Blöcke statt 1 nimmt. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Das sieht aber auch nach viel, viel Arbeit aus. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich das dann handhaben würde. Moment. Also hier haben wir definitiv keinen weiteren Block zur Verfügung. Das heißt, vielleicht könnte man das mit 2 Blöcken machen. Nur ist dann die Frage, wie mache ich das am besten? Moment.
vermute, ich habe mal vielleicht eine kleine Idee, wie ich das machen könnte. Ich ziehe das mal raus und werde das mal hier auf die andere Seite mitnehmen. Kann sein, dass wir das auch trotzdem mit dem kleinen Anlauf dann schaffen. Na toll, jetzt habe ich mich selbst geblockt hier. ja, dass wir mit diesem kleinen Anlauf dann schaffen, das umzunocken. Weil halt dann auch viel die Kraft von zwei Blöcken dann halt dahinter steckt. Na, werden wir ja gleich sehen, ob das Haus funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay, das ziehe ich einmal so rüber. Gut. Und dann ziehe ich es einmal so. So, das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ja, vorausgesetzt, man kann es auch schieben. Also versteht sich. Oder vielleicht können wir ja so machen. Moment. Nein. Nee, das wird nicht funktionieren. Jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Wie das gehen soll, weiß ich auch nicht. Gut, wir können jetzt folgendes machen. Ich schiebe das jetzt wieder zurück, nämlich an seine Stelle. Also in diese Öffnung rein. Und dann... Ja, dann schauen wir mal, dass wir vielleicht mal weitergehen. Da hinten ist ja auch eins. Ich werde jetzt mal irgendwie schauen, dass ich mal von dort weitermache. Vielleicht finden wir dann eine andere Möglichkeit, das irgendwie zu handhaben. Gut. Einmal so. Dann können wir dann direkt nämlich anschieben. Dann müssen wir den nicht den langen Weg ziehen. Ich muss persönlich sagen, ja, diese Gegenden irgendwie finde ich nicht so interessant. Also jetzt die Gegend, also das mit dem Labor vorher und das jetzt auch, das irgendwie ein bisschen eintönig das Ganze. Also mir persönlich wäre es lieber, wenn er irgendwie so wie vorher das auch war, dass da ein bisschen mehr Spannung drin war. Mastery Tonic C. Aber ich schätze mal, das legt sich ja jetzt demnächst. Sollte eigentlich normalerweise der Fall sein. Okay, also hier war nur eine Kiste. Jetzt stehen wir nämlich immer noch vor dem gleichen Problem. Wie kommen wir dort weiter? Ist die Frage, wie setzen wir mehr Kraft ein? Ups, jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. Das ist natürlich sehr intelligent. Okay, ja, ich bin ehrlich gesagt etwas überfragt jetzt im Moment, wie wir das am besten handhaben können. Aber da wird mir bestimmt schon was einfallen. Ihr kennt mich ja. Erstmal, ja, voll verplant durch die Gegend laufen und dann doch irgendwie doch die Lösung finden. Gut, na gut. Ich versuch's noch einmal. Vielleicht klappt das dieses Mal. Na, also klappt doch. Warum das jetzt gerade vorher nicht geklappt hat, weiß ich auch nicht. Egal. Gut. Und das hat dieses Mal geklappt. Toll, jetzt wurde ich hier eingefroren. Von dieser komischen Echse. Natürlich kann man es dann sofort. Ja, schon wieder hier. Natürlich kann man das dann entsprechend so behandeln, indem man. Dann Gegenmittel nimmt, aber ich aufpasse ein bisschen. Die werfen doch so ein bisschen gegen die Gegner. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so in die Geschwindigkeit kommt. Ja, wir müssen aber eigentlich irgendwo noch einen Ausrüstungsgegenstand haben, was eben einen Schutz dagegen bietet. Das wäre natürlich noch eine weitere Möglichkeit, sich auch gut zu schützen. Ne, diese blöden Echsen, die sind ziemlich nervig. Die gehen mir ziemlich auf den Geist, wisst ihr was? Ich check mal, dass wir vielleicht mal was dagegen tun können. Ich habe keine Lust, jedes Mal irgendwie eingefroren zu werden. Okay, ich habe hier das Poison Paralysis Charm. Poison Charm. Freestone. Stone Poison. Ne, haben wir doch nicht. Oh, okay, das ist... Ach, hier. Freestone, das ist, ja, das ist ja so kombiniert. Und benutze Hubert. Ja gut, dann lass was, ist egal. Soll er behalten. Ich hab's mal ganz so weit überleben.
Ich finde die neue Art von Aswell ziemlich interessant. Ich finde es also genau die Plasma-Form halt. Und ja, das ist schon echt effektiv, wenn man schon eine lange Combo auf den Gegner setzen kann, die auch einen guten Schaden macht. That would have been perfect if you hadn't botched to finish. Aw, flattery will get you nowhere. You insufferable woman. Und Level Up für Aspel. Wunderbar. Ja, und Hubert kriegt nicht genug von Pascals Humor, was auch gut so ist. Oh, und einige Einheiten von Alice, die wir mitnehmen können, und den Rest können wir dann getrost stehen lassen. Übrigens, im Moment läuft ja, wie ihr wisst, mein Voting für die kommenden Let's Plays von mir. Es haben schon einige jetzt mitgemacht, aber ich würde mich freuen, wenn noch einige mitmachen würden. Also nochmal zur Erwähnung, denn das ist für mich und für euch sicherlich interessant, um mal für die kommenden Let's Plays mitzubestimmen. Deswegen würde ich mich freuen, wenn viele von euch noch sich die Zeit nehmen, um mal daran teilzunehmen. So, hier ist ein Speicherpunkt, den können wir direkt mal nutzen. Ja. Ja, also wie gesagt, das Voting läuft da noch einige Tage und ja, wenn ihr einfach Lust habt, könnt ihr da gerne mitmachen. Ich hätte nichts dagegen. We will now begin the process of extracting Eleth from the Valkanus Creus. What is this nonsense? Nothing's happening! Increase the power! We have to stop them. Malik, how did you find this place? Kurt, you have to stop the experiment. Seize the intruders. We will survive. Also die müssen unbedingt drauf einlegen. Wir müssen die auf jeden Fall stoppen. Das Experiment darf jedenfalls nicht stattfinden, denn das kann nur Probleme bedeuten. So, Hubert hat sich so schnell verabschiedet. Das ist natürlich nicht so die Sache, dass er sich so schnell verabschiedet, aber gut. Dann machen wir das noch. Der, dieser Typ, ne, der zieht schon einiges ab. Nur einiges ist gut. Der zieht viel ab. Für meinen Geschmack. So, ich check mal den kurz ab. 33.000. Ja, viel hat er eigentlich nicht, aber dafür macht er aber auch echt übelst Schaden, ey. So, jetzt müssen wir dann gucken, dass wir die Mädels mal ein bisschen heilen. Ey, ja. Das ist doch nicht normal. Alter Schwede. Nee, irgendwie bin ich im Moment total überfordert. Es kann auch sein, dass wir diese Kampf vielleicht nicht gewinnen können, aber ich will mir das nochmal ein bisschen angucken, ob das wirklich so der Fall ist. So, checken wir mal ab. Nee, also müssen wir doch den Kampf gewinnen. Gut, das wollte ich wissen. Ja, aber so werden wir den Kampf definitiv nicht gewinnen, denn, ja, wir kriegen zu viel Schaden, einfach. Jetzt muss ich überlegen, wie machen wir das? Am besten machen wir Folgendes, wir gehen zuerst auf das Fußvolk, was der so mit sich rumschleppt, denn, das sind die, die den auch so ein bisschen unterstützen. Ja, darf ich auch mal angreifen, bitte? Ja.
So. Das ist voll ein bisschen heilig, Area. Menschenskinder. Puh. Der Typ nervt. Gerade wo ich mich heilen wollte, kriege ich schon wieder eine Keule auf den Kopf. Und weg bin ich vom Fenster. So. Das kann doch nicht sein jetzt. So, wecken wir den Espen mal wieder auf. Ja, wir haben es ja verstanden. So, ich kann mich ja mal selbst heilen, dann soll Sherry ja die Gruppe wieder beleben. Ich kann nur hier nur mal ausweichen. Das ist ja das Lustige. Der Witz ist ja, wie gesagt, ich kann. Wir kommen ja nicht dazu zum Zuschlagen. Das ist ja so. Okay, jetzt können wir uns um diesen Heim kümmern. Ne? So, ich heile mal die Sherry hier ein bisschen. Hat er jetzt ernsthaft die Leute wiederbelebt jetzt oder was? Ne, ich kann auch nicht ausweichen. Das ist ja das ist ja der Witz dran. Also ich versuche ja auszuweichen, aber irgendwie. Ne, warte, Healing Wing bringt nicht viel. Wir müssen ein bisschen aufpassen jetzt. Na komm. Das nervt, weil er jedes Mal die Leute wieder belebte. Ich muss Sherry wieder beleben, dann soll sie das machen. Das ist nicht normal, wirklich nicht normal. Was der hier an Schaden austeilt, der Typ. Es ist heavy, richtig heavy. Nee, das ist ein Witz. Muss ich wieder heilen. Das geht nicht anders. Theoretisch könnte man ja auch so All Divide einsetzen, um den Schaden zu halbieren, den der Typ macht. Aber dann machen wir auch ja nur halben Schaden. Ey, das kann doch nicht sein. Ich komme nicht dazu, irgendwas gegen den auszurichten. Das ist. Ja, ihr seht ja selbst, ich komme nicht dazu, gegen den mal irgendwas auszurichten. Das ist nicht normal, ist der Schaden, der der Typ macht. Setz dann mal. Ja, darf ich auch mal angreifen? Mann, ey. Ja, komm, ey. Das ist nicht normal, ey. Was soll ich machen? Ich komme nicht dazu, überhaupt irgendwas gegen den zu machen. Das ist ätzend einfach. So, jetzt setze ich mal All Divide einfach mal ein. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Ja, das ist schon mal besser. Also der Schaden ist ja nur schon ein bisschen erträglich, wenn wir jetzt machen. So, Sherry habe ich ja mitbekommen, dass sie schon wieder down ist. Wieder hoch. Nee, das ist echt scheiße. Egal was ich da mache, irgendwie fühle ich mich total unterlegen. Also,
einfach mal eine Quest an die Sherry, ja? Oder auch nicht. Machen wir das selbst. Moment. Ich versuch's jetzt mal, wenn er mich angreift, mal einfach nur zu blocken. Das war vielleicht mal eine Idee, die wir so anfangen. Nein. Alles klar. Und jetzt habe ich wieder einen Abflug gemacht. So. Ja, da hat er immer noch seinen Ding als Endless Burst. Na komm. Das Problem ist, der greift ja auch die anderen an. Wenn er mich mal nur mich angreifen würde, dann könnte ich das ja vielleicht ein bisschen ablocken, aber. Manometer, ey. Komm, greif mich mal an. Ja, wenn ich da blocke, dann macht er so gut wie gar keinen Schaden, der Typ. Das ist echt witzig. Ihr seht es ja selbst. Ja, wenn man blockt, dann macht er nur 20 irgendwie Schaden. Oder irgendwie so, wenn man nicht blockt, dann macht er ja hier über 200 irgendwie. Ich darf ja auch, da kann er lange Combo hier so gegen den einsetzen, weil das nichts bringt. Na komm schon. Nee, das ist nicht ein Scherz. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ich bin sprachlos, ehrlich gesagt. Ich hätte nicht gedacht, dass auch so Kämpfe so schwer sein können. Der hat immer noch 24.000. Ah, jetzt habe ich mal Elite Burst. Jetzt kann ich ja wenigstens mal ein bisschen durchlegen. Ja, ist ja gut, Mensch. Ja. Ich hab die Jacke voll hier, Kollege. Ja, dann hier dich mal hier. Wenn du Hilfe, Heilung brauchst, dann mach das mal. Der greift auch nicht mich an, sondern immer Sheria die ganze Zeit. Und die kann sich nicht heilen. Das ist das Problem einfach. Der sollte mich nochmal eingreifen. Macht er ja aber nicht, der Geier. Ja, das ist immer richtig gefailt hier, Kollege. Oh, immer dieses Wiederbeleben, das nervt auch jedes Mal. Jetzt müssen wir mal können wir gucken, dass ich die Gruppe hier lebend gewendet halte. Oh, ich muss aufpassen. Jetzt muss ich irgendwie zugucken, dass ich nicht in die Hinter reinlaufe. Nein, ich will das machen, hier, Kollege. Ja, das ist es. Oh, ich werde auch noch von diesen Idioten auch noch angegriffen die ganze Zeit, die denen halt da helfen. Das ist dann natürlich auch nochmal ein bisschen ätzend, weil man dann jedes Mal unterbrochen wird. Ja, das musst du schon treffen, ihr Kollege.
So, jetzt habe ich verstanden, wie das Ganze funktioniert mit dem. Ja, vorausgesetzt, man läuft dem natürlich nicht in die Flinte rein, wenn er gerade mal etwas abschießt. Ich habe aber so gut für keine Leibwaffen mehr. Das ist nicht lustig. Das ihr merkt ja auch sicherlich, manchmal kann man den ganzen Schulter brechen, wenn er so angreift. Das ist halt nervig. So. Warum greift der nur Sherry an? Weil sie uns wahrscheinlich heilt. So, jetzt kriegst du mal den hier auf dem Kopf. Und nochmal. Hast du aber schön kassiert hier, ne? Kollege. Puh, also der Kampf ist ja anstrengend, Leute. Ich kann mir nichts glauben. Ihr merkt das ja auch selbst, irgendwie so ein bisschen. So. Puh, ich hab den fast geschafft. Aber ich weiß, ich hab mich total blamiert hier beim Kampf. Sorry Leute, wenn ihr wollt, wenn ihr euch das Elend ansehen müsst, aber es geht nicht anders. Also man kann es ja auch nicht erwarten, dass es jetzt irgendwie so schwierig wird. Aber mit All Divide konnte man wenigstens hier nochmal einen menschlichen Schaden vielleicht mal hinkriegen, so dass es mal ein bisschen menschlich aussieht. Ey, ich bin noch am Blocken. Und trotzdem kriegt einer von Lars hier. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das hier Lingwin hat mich in letzter Sekunde gerettet. Der ist nicht aggressiv, der Typ. Reptile Tiger. Schau dir das mal, wenn du verstehst, ist Reptile Tiger. Wie viel hatten denn noch? Immer noch 6000. Ja, ist ja gut. Der Reptile Tiger. Hey, der lässt mich nicht angreifen. Ich hab mir gleich meinen Lithburst wieder, ey. Ich krieg nochmal schön hier auf den Kopf. So. Boah, jetzt bloß weg von dem. Weg von dem, bloß weg von dem. Oh, 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 oh. Jetzt hat's. Ey, der ist doch gar nicht bei mir in der Nähe. Wie geht denn sowas bitte? Habt ihr das gerade gesehen? Der war doch gar nicht bei mir in der Nähe. Wie kann er mich dann mit seinem Mystic Art angreifen? Verstehe ich nicht. Alter, das ist mir auf die Nerven, ey. Mann. Puh. Oh, der ist weg! Der ist weg! Ich glaube es einfach nicht. Ich hab den geschafft, wirklich. So, der Rest ist jetzt Kinderspiel. Ach du Scheiße, meine Güte. Also diesen Kampf hätte ich definitiv... Normalerweise müsste ich jetzt die ganze Aufnahme neu wiederholen und das mal richtig machen. Aber ich habe wirklich gar keinen Bock mehr drauf, das nochmal zu machen. Ganz ehrlich nicht. Puh, Leute. So, weiter geht's. sorry, das ist alles andere als... ja, interessant für euch zu sehen, wie ich hier meinem Elend gekämpft habe die ganze Zeit. Aber es geht nicht anders. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe.
Aber ich würde mal sagen, wir machen an dieser Stelle am besten direkt Stopp. Dann machen wir gleich weiter, weil das ja sicherlich wieder in eine lange Sequenz kommen wird. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.